Ja, liebe Leute, damit willkommen zurück zu Transport FIFA 2. Und ich habe es letztes Mal schon befürchtet, dass diese Vorsignale falsch sind, die, was ich da gehabt habe. Das waren ja... Wo sind sie denn? Ich glaube, das war bei Wegpunkte. Die hier, Fire 0 und Fire 2, das sind beide falsch. Fire 0 wäre Halterwarten und Fire 2 wäre Langsamfahrterwarten. Und Fire 1 wäre das, was mir da hier fehlt. Ich habe jetzt da von der... österreichischen, also von der königlichen Eisenbahn, entsprechende Vorsignale, die sind de facto gleich und die reagieren jetzt auch richtig, sprich das klappt hier nach oben und heißt dann, man kann hier vorfahren, das beziehungsweise das nächste Signal ist auf Fahrt. So, was ich gerne noch machen würde, ist einerseits das hier, ein bisschen in schöner noch machen, das sieht noch nach nichts aus, und bevor ich aber das mache, möchte ich gerne die Strecke hier fertig machen, und zwar nach Hefei. Ich habe hier schon mal einen Bahnhof platziert. Das ist ein österreichischer Bahnhof und ich finde, das Bahnhofsgebäude sieht eigentlich ganz schick aus. Das würde ich hier gern nutzen. Erinnert mich ein bisschen an die Wiener U-Bahn, diese Stadtbahn. So ein Bahnhof. Hat ja echt schöne Leuchten. Und ja, das wird mal das Ziel sein, das zu verbinden. Ich glaube, wir fangen erstmal hier an. Mit einem 120er Gleis. So. Mehr Parallel Tracks hier wieder machen. Gehen wir dann ab hier in die Kurve. Ja, gehen wir ab hier in die Kurve. Jetzt hat er mir eine Oberleitung platziert. Ich würde das gerne einstellen können, dass er das halt nicht immer automatisch mit anhat. Südle. Das ist die Frage. Fahren wir da durch oder oben drüber? Oben drüber wird dann ein bisschen knapp. Ja, ich glaube, wir fahren da unten drunter durch. Okay. Langgezogene Kurve, schauen wir das mal kurz an. Und dann hier gerade weiter. Ja, machen wir das mal so. Gut. So, und jetzt ist er auf Quad gesnappt. Oh, was kriegen wir Neues? Waschen Class YE, das ist jetzt weniger, wieder Typ F. Ja, könnte man vielleicht noch brauchen für später. So, und jetzt hier bitte komplett straight. So, damit das ein sauberer Übergang wird. Bam. Ja, natürlich hat das zweite Gleis wieder jetzt nicht gemacht. Jetzt hier sauber aus. Lass es mal durchgehen. Da brauchen wir dann noch ein Anwärterhäuschen hier. Ich mache jetzt mal hier kurz weiter. Ich würde gerne hier mal auf Grad fahren. Für einen Moment. Ein bisschen größer. Und dann hätte ich gern so einen Schlenker hier. Ich glaube, wir müssen doch zuerst mit dem hier reinfahren, dann die Kurve und dann auseinanderziehen. Jetzt gleich sehen, was ich meine. Gerade. Jetzt habe ich bei der Checks ausgehabt. So. Wenn ich jetzt hier so eine Kurve mache. Ist jetzt nicht ganz das, was ich will. Wir ziehen hier nochmal ein bisschen weiter. Wie kriege ich das hin, was ich machen will? Kurz experimentieren. So reinfahren. Da hier so rein. Dann ist es jetzt zwar nicht ganz so mittig. Wäre es ein bisschen lieber, wenn es ein bisschen mehr in der Mitte wäre. Aber ich wüsste nicht, wie ich das am besten hinkriege.
Wollen wir das so lassen? Ich glaube, wir lassen es mal so. Okay, wie wird jetzt hier die Profi aussehen? Oh, die wird furchtbar aussehen. Die sollten wir schon ein bisschen weiter nach oben ziehen. Ah, vielleicht. Kurz gucken. Das sieht beschissen aus. Nee, das wird nix. Ich will, dass das gut aussieht. Schauen hier zwei. Ich kann die Kurve einfach nicht so ziehen, wie ich das gern hätte. Ich habe eine Idee. Was wir jetzt mal machen, ist der Rentool. Hier abgleichen. Vielleicht. Jetzt machen wir das mal hier so flach. Oh, das wird jetzt teuer. Vielleicht können wir das ein bisschen auf Augenmaß machen. Weil die Mitte wäre ja dann ungefähr so, oder? Nein, nicht ganz. Ich muss noch ein bisschen mehr in die Mitte rein. So. Hier bitte schön gerade. Kommt das hin? Da glaube ich besser als nichts. Und wenn wir jetzt hier mit denen hier so runterfahren. Jetzt sind wir genau auf der gleichen Höhe. Und jetzt, wenn wir hier irgendwie den Anschluss hinkriegen. Wein schön. Nee, das sieht scheiße aus. Ah, wir fahren hier noch mal ein bisschen gerade weiter. Komm, dummes Netten, bitte. Jetzt von da die Kurve. Ja, es war eine 80er Kurve. Machen wir das mal. Machen wir hier eine 80er Kurve. Schon eine heftige Kurve darüber. Aber da könntest du dann hier wieder fahren. So, und was wir jetzt hier jetzt machen können, ist, wenn man das hier... Kann man das nicht hier nicht teilen? Schade, kann man das hier nicht teilen, aber was ist, wenn ich jetzt hier so reinfahre? Ah, ich brauche ein kleines gerades Stück, weil ich will gerade Kurve auf eine Kurve machen. So, und jetzt hier so reinfahren. Ein kurzes. Ist das hier noch gerade? Ja. Und dann da so reinfahren. Ist irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei da, ne? Also eine größere Kurve nach unten. Das heißt, die ganze Strecke müsst hier weiter nach unten. Das wäre dann auch im Schnellzugverkehr ein bisschen geiler, wenn das hier nach unten geht. Sprich, wenn die Kurve, also wenn die Strecke irgendwie von da so kommt. So, machen wir das mal hier so parallel. Dann hier rauf. Probieren wir es mal kurz aus. Wäre das. Ja, das wäre dann immer noch so 90, 84. Außer man fängt hier ein bisschen weiter hinten an. Ja, nicht ganz 100. Noch weiter hinten? Und dann sieht es ja wieder doof aus, oder? Noch schlimmer. So kann ich es halt leider nicht schön ziehen. Und so. km/h, 102 km/h, 103. Und die Richtung wird es dann so gehen.
Okay, machen wir das so. Das heißt, den ganzen Strang muss ich hier neu machen. Ja, bevor ich das mache, machen wir hier den Anschluss hier noch fertig. Die Trennung ist ungefähr da. Würde mich das hier so machen lassen. Ja, das geht. Und das gleiche hier nochmal. Dann haben wir die Aufteilung. Das einzige, sage ich, die bleiben ja dann hier stehen. Wir bräuchten hier nochmal so ein X. Dass wir auf die andere Seite könnten, wenn wir hier wechseln. Aber dann haben wir jetzt wieder das Problem, dass wenn jetzt der von da kommt, dann fährt er hier gerade die nächste Kurve rein und hat hier gar gerade mehr. Wäre denn sowas möglich? Was war hier? Bei innen will ich halt irgendwie schon sagen, ja, wobei, na, hier bleiben alle Züge stehen. Aber die Regios, oder sagen wir hier in der Mittelspur, bleiben die Züge stehen, die vielleicht wenden würden, und draußen fahren sie durch. Weil dann wird es hier vielleicht so Sinn machen, wenn wir das so machen. Vielleicht ein bisschen auf gleiche Höhe. Wenn man dann hier so reinfährt, dann kann er da rein und da wieder retour. Andererseits, wir sind ja im Dampflokzeitalter. Wenn er mit der Dampflok da reinfährt, dann muss er ja irgendwie umsetzen können. Dann müsste er ja da ein bisschen auf die Hauptstrecke rausfahren. Also, nur mal, das muss man so durchspielen. Die Dampflok fährt hier vorne so rein. Dann müsste sie irgendwo da umsetzen. Fährt hier wieder retour. Muss dann bis hier hinfahren. Von hier ist es auch halb für Verschubfahrten. Und fährt dann da wieder so rein. Dann wird sie hier falsch. Ich würde jetzt, glaube ich, hier mal keine Drehscheibe machen. Shit, ist nicht ideal. Ach, fahren wir mit dem, sonst brauche ich jetzt lang. Okay, der Strang muss neu gemacht werden. So, alles weg. Es ist jetzt ganz gut, dass er hier die ganzen Bäume nicht wegmacht. Das heißt, man sieht nicht, dass ich hier mal was durchzogen habe. Ich meinte, ich habe auch mal einen Mod gesehen, wo du hier ein ganzes Gebiet markieren kannst und der tut das alles weg, was du hier gebaut hast. So, und da ist die Anfangskurve. Mal schauen, dass wir da irgendwie schnell schön hinkommen. Ist das jetzt hier der gerade Abschnitt? Ne, da haben wir noch ein bisschen Kurve. Da können wir noch ein bisschen nach hinten fahren. So, dann mit dem Strang hier. Alle Tracks machen wir ja. Bitte mal auf der richtigen Seite. Dankeschön. Und hier drüber, was sagen wir, jetzt hier gerade bleiben. Macht er natürlich hier wieder nicht. Komm. Machen wir nochmal. Ich glaube, da machen wir hier eine ganz große Kurve dann da hinten wieder. So, jetzt sind wir hier oben. Dann fahren wir hier noch ein bisschen weiter rauf. Ich würde sagen ungefähr so. Jetzt hier eine Kurve reinziehen. Wie sieht das aus? 120 Grad durch. Das ist, glaube ich, eine schöne Kurve. Das lassen wir so. Alles klar. Dann hätten wir hier die Verbindung. Ich frage mich gerade. Würde es Sinn machen, dass man hier sowas macht? Man könnte er da gerade rausfahren, aber was wird das bringen? Wenn er jetzt da hinten reinfährt. Ich glaube, das wird eher was bringen, wenn er da vom Rangiergleis wieder hier reinfahren kann, von der Seite. Ich würde es mal probieren, ob das geht. Wenn ich jetzt sage, von. Das wird etwas hier vermutlich über die Weiche hier drüber geht, ne?
So eine Verbindung nach da rüber. So. So wäre es irgendwie geil, wenn es gehen wird. Was ist, wenn man hier das so macht? Naja, das wird auch nichts bringen. Wenn ich das hier so rüber habe, dann komme ich halt auch nicht auf die andere Seite. Ah, wobei. Oh, das muss ich jetzt mal testen. Wenn wir das hier so machen, dann könnte er ja... Gut, warum müsste er nach da rennen? Er könnte dann sowas machen. Ja, das glaube ich macht jetzt mehr Sinn. Sprich, also mein Gedankengang war, wenn die Lok jetzt da davor sitzt, dann fährt er hier retour und kann dann hier reinfahren und theoretisch nur stehen, blockiert die Hauptstrecke nicht und fährt dann hier auf sein Consist zurück. Und wenn er dann hier unten steht, kann hier oben durchfahren und wieder... Na, warte mal, bin er hier unten? Ja doch, dann auf beiden Seiten. Cool, dann machen wir sowas ähnliches auf der Seite noch. Wollen wir es ein bisschen anders machen. Geht hier gerade weiter. Jetzt macht das natürlich mit Parallel Tracks. Warum eigentlich auch nicht? Ah, lass mal das Gleis mal hier drin. Was aber Sinn macht, ist, dass wir jetzt, wenn wir jetzt dann von rechts kommen, eventuell nach links reinfahren, wenn wir dann in die andere Richtung fahren. Sprich, wir machen sowas. Das mal hier weg, das ist ein bisschen unnötig. Wir können dann hier wechseln, hier werden dann durchfahren, hier dann zum Umsetzen. Dann machen wir hier vielleicht mal das hier. Ah, jetzt bin ich da jetzt knapp dran, das geht nicht. So. Man da die für die Richtungswechsel, also warte mal, wenn die jetzt hier so reinfahren, dann würde er da vorne auf die andere Seite wechseln, retour fahren und da genau das gleiche, wenn er auf rechts steht, war der links rein und okay, kann dann hier auch nochmal die Richtungswechsel. Ich denke, glaube ich, ein bisschen viel zu kompliziert. So, und wie es dann da hinten weitergeht, das überlege ich mal später. Das ist dann der nächste Bauabschnitt. Aber dann hätten wir das erstmal. Das heißt, alle, die was. Na. Eigentlich. Nein, das war jetzt totaler Hirnfurz, das hier. Eigentlich müsste ich schon so machen wie hier. Weil, wenn ich jetzt sage, okay, die Züge kommen von da. Und die wollen anhalten. Also, die wollen dann wieder retour fahren. Dann sollte ich eigentlich gleich gerade auf der linken Seite reinfahren. Oder? So sage ich, die fahren jetzt alle rechts rein und fahren dann hier links wieder raus. Ja, das ist totaler Hirnfurz, was ich da jetzt gerade gemacht habe. Ich baue das mal in logisch um. Wir sehen uns gleich wieder. So, da, nachdem ich meinen Hirnfurz mal weggemacht habe, habe ich das jetzt mir komplett überarbeitet. Ich denke mal, so macht es viel mehr Sinn und sieht auch schöner aus. Also der Gedanke ist, wenn man jetzt hier von der Seite kommt und man fährt einfach durch, dann fährst du natürlich einfach so lang, dann hast du hier ein X, kannst rechts oder links dann reinfahren und fährst dann gerade wieder weiter. Auf der anderen Seite sieht es genau gleich aus. Außer, wenn du jetzt hier halten willst und wieder retour, dann fährst du halt hier so lang, kannst du dir dann alle zwei Bahnsteige aussuchen und dann, also mal angenommen, hier von links kommt die Lok dann rein, dann muss sie ja umsetzen, dann hat sie hier die Möglichkeit, weil sie hier auch nochmal das X hat, auf die Drehscheibe zu fahren, könnte dann da einmal wenden, fahrt dann oben durch, fährt dann irgendwie bis hier hin, bei beiden, und dann wieder retour. Das gleiche Spiel, wenn man hier von rechts kommt. Hier fahren sie rechts einfach rein, wenn sie durchfahren, beziehungsweise
nach links weiterfahren. Und ansonsten fahren sie auch da links so rein, können sich da austauschen, können dann auch hier die Lok einmal wenden und dann wieder Retour. Und da haben wir gedacht, machen wir noch so ein kleines Depot hin, dass zum Beispiel irgendwie Ersatzlok oder so drin steht. Irgendwie so. Ich denke mal, das ist jetzt so ein bisschen schlüssig. Und dann kann man eher irgendwie so halb für Verschubfahrten machen, wenn ich das schon freigeschaltet habe. Aber ich denke, so passt's. Die Kurve ist jetzt hier ein bisschen länger geworden. Das ist jetzt wieder eine 80er-Kurve. Man könnte jetzt den ganzen Strang nochmal nach unten verlegen. Aber ich habe gesagt, das machen wir jetzt erstmal nicht. Okay, nachdem wir das jetzt mal haben, machen wir hier mal die ganzen Signale. Was ist denn das hier? Halt, Verschubfahrt. Das finde ich jetzt aber nur spannend. Ich glaube, das könnte man gerade hier reinsetzen. Eigentlich bei beiden. Ah, ich habe Autosieg an. Das können wir dann gerade mal ausmachen. Nicht, dass er dann bis überall reinmacht. Das gleiche. Gut. Halt, Verschubfahrt. Wird das Sinn, dass das dann hier noch mit ist? Also wenn er dann, angenommen, hier steht alles drin, dann fährt er hier raus, bleibt dann hier stehen und kriegt dann hier das Freizeichen für die Verschubfahrt auf beiden Seiten. Ich würde schon sagen, oder? Lass mal kurz, komm, das mal. Du hast das nicht platziert? Hallo? Ah, jetzt. Das hier so ist. Theoretisch. Einfahrsignal. Habe ich hier Platz, um das zu platzieren? Das wäre dann eine Langsamfahrt. Ah, es geht sich gerade noch raus. So. Ich in die Gegenrichtung dann wieder raus. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Und hier dann allgemeine Ausfahrsignale. Kleine waren dann zum Beispiel für Nebenstrecken. Also Nebenstrecken ist Haupt. Ausfahrsignale hier. Auf der Seite nicht, weil hier sollen sie gar nicht rausfahren. Das gleiche Spiel hier. Ausfahrsignal da. Und Verschub. Wird dann. Ja, Moment mal. Das ist jetzt falsch. Das habe ich jetzt falsch gemacht. Verschubfahrt wäre dann eigentlich die hier rein. Die Verschubfahrt brauche ich da oben ja gar nicht. So viel zum Hirnfurz. Weil die kommen da mit der Lok rein. Verschubfahrt dann wieder da rein. Nee, die fahren da sogar nicht rein. Das heißt. Ne, das war total überflüssig. Okay, ein Ausfahrsignal in die Richtung braucht es eigentlich nicht. Die sollen hier gar nicht rausfahren, aber es wäre schon nicht schlecht, wenn das Signal hier da ist. Das wäre dann das. Machen wir es trotzdem mal hin. Auch wenn sie da nicht langfahren soll. Was hier auf der Seite macht. Mensch, halt Hobbys. Okay. Ja, das ist das einzige Verschubsignal, was hier braucht. So theoretisch. Ja, doch. Es ist schön, wenn ich da immer super kompliziert denke bei sowas. Also hier fahren wir hier rein. Und dann hier die Verschubbewegung. Oder wieder retour. Ach nee, Moment. Doch, natürlich brauchen sie ein Verschubsignal, weil er muss ja dann hier wieder durchfahren, damit er auf die andere Seite kommt. So. Doch, zweimal. Und auf der linken Seite, da macht er hier, ja doch, es hat schon Sinn gemacht. Bravura, das ist schlimm mit dir. Doch, dann fährt er da hier zurück zum Zusetzen. Okay. Haben wir das Signal mit halt für Verschubfahrten?
so dass du mit Verschubfahrt nicht weiterfahren darfst. Suchen wir nach Tafel. Ich weiß, dass es gibt. Ah, da. Rangierhaltetafel. Deutsche Bahn. Das wäre dann... Ja. Für beide Seiten. Halt für Verschubfahrten. Cool. Das machen wir dann hier noch. So. Moment, so und so. Da sollte er eigentlich gar nicht reinfahren. Coole Sache. Ja, jetzt macht's Sinn. Okay. Wenn jetzt da doch irgendwie im Gedanken falsch war, oder ihr sagt's. Ne, Moment. Ah, warte mal. Das glaube ich, wird schöner ausschauen, wenn das rechts ist und das in der Mitte. Machen wir das nochmal weg. Das gar nicht anders machen. Außer, dass es hier so klein ist. Oder wir lassen das als einzelnes da stehen. Es gilt dann für beide. Wird vermutlich rechtlich falsch, aber wir machen es nur mit einem. Das sieht ein bisschen besser aus hier. Aber ja, gibt es mir da mal Feedback, was ihr da zu diesem Vorfeld denkt, zu einer Signalisierung. Ob das so Sinn macht, wie ich mir das überlegt habe, aber ich glaube, es macht Sinn. Okay, dann Signalisierung von der Hauptstrecke. Gleis mit Signale. Hauptsignal 10 Meter. Einfahrt hier. Da können wir jetzt Autosig machen für die andere Richtung. 800 Meter. Haben wir hier irgendwo Doppeltes? Nein, das ist das, was ich gesetzt habe. Gut, dann bitte einmal in die andere Richtung. Hat funktioniert. Und auch da werden wir jetzt wieder diese Vorsignale hinklatschen. Als Wegpunkt Haltfahrt. Das wird das. Und da funktioniert halt leider das Autosig wieder nicht. Wo sieht die Mitte ungefähr da? Da machen wir es hier so rein. Okay. Cool, dann hätten wir jetzt mal hier diesen Abschnitt fertig. Dann können wir hier den Express fahren lassen, von ganz da hinten nach da vorne. Und eventuell, entweder machen wir einen eigenen Regio, der zwischen da und da fährt. Ja, ich glaube, das machen wir, weil dann haben wir hier ein paar Rangierfahrten. Und, wobei Rangierfahrt ist relativ. Und dann halt den Express zwischendurch. Was jetzt dann auch fehlt, ist hier der ganze Anschluss und ein bisschen Schönbau da. Ich würde sagen, das mache ich für euch in Schnellbau. Ihr dürft da zugucken. Da machen wir ein bisschen Schönbau und werden hier die Tramlinie hier anpassen. Aber das gibt es alles in Zeitraffer. Also, bis gleich. We'll be right back.
Okay, dann bin ich erstmal soweit fertig hier. Also das kleine Depot hier habe ich mal ein bisschen ausdekoriert. Ich habe jetzt nicht gewusst, was ich jetzt hier so reinstellen soll. Also ein bisschen glatter, das Stellwerk hier. Da ist noch so ein bisschen für die Kohle was. Ich hätte gerne das Gleis noch ein bisschen länger gezogen, aber da macht er den Prellbock. Und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich ein Gleis ziehen kann, ohne dass er den Bögen Prellbock macht. Da hätte ich es gerne mal ohne. Klar hätte man da jetzt vielleicht noch ein zweites Gleis machen können mit der Bekohlungsanlage. Zum Beispiel da so rein. Das ist mal gerade jetzt erst geschossen. Das könnte man eigentlich machen. Weißt du was, das probieren wir mal. Sprich. Und ich mal das bitte bauen. Nehmen wir mal das verrostete Gleis hier mal. Lass du mich dann hier so reinfahren? Oh, cool. Aber für das, dass sie dann da rausfahren, das ist auch eng. Da kommen wir ein bisschen sehr nah an die Drehscheibe, dann. Jetzt sagt er hier Kollision. Ja, ein bisschen raus müssen es dann auf die Hauptstrecke, wenn das so wäre. Das können wir trotzdem bauen. Das ist jetzt egal. Und dann hier so ein bisschen gerade. Okay. Und dann hat sie hier und. Wo waren das? Gleiskonstruktionen. Hat sie ja noch diese Bekohlungsanlage. Ne, war das. Wo war denn das drin? Doch bei Wegpunkte. Ja, das Ding. Dann stellen wir das ungefähr so hier rein. Da könnte ich sogar Autosignal drin machen. Okay, dann haben wir hier so eine kleine Bekohlungsanlage und hier ist halt ein bisschen Müll und so weiter. Das lasse ich trotzdem stehen. Okay. Cool, ja, dann kann man hier noch bekohlen. Können sie einfach da reinfahren. Sie müssten dann halt hier mal kurz die Strecke sperren, wenn sie hier da reinfahren. Wenn das ist, haben wir eine echt kurze Lok. Okay, cool. Ja, aber dann würde ich sagen, passt das jetzt hier erstmal. Weil wenn man will, das kann man sagen, man macht hier noch eine kleine Abstellung rein. Das passt schon. Ja, Straßenbahn fährt jetzt auch schon hier zum Bahnhof hin.
hier hinten habe ich jetzt nicht sehr viel gemacht. Da steht einfach nur das zweite Stellwerk. Und halt nur die Drehscheibe mit dem Wasserkran. Da passiert nicht viel. Die Musik spielt da hinten und jetzt wäre es halt Zeit für den Intercity, dass er hier mal durchfahrt. Dafür brauchen wir mal Geld. Bei der. Mal kurz gucken, was der so kosten würde. 10 Mille mit 6 Wagen. Ja, das haben wir garantiert brauchen. Also warte ich dann auf 10 Mille, damit er dann da hin und her düsen kann. Weil den will ich gar nicht erst klein starten lassen. Weil die Stadt ist auch schon recht groß und ich glaube, da geht es dann ganz gut ab. Brauchen wir hier eine größere Tram? Wir brauchen hier eine größere Tram. Hier kann ich Linie 1. Muss ich vielleicht mal austauschen. 18. Was kannst du? Du kannst 16. Kostet 28.000, 27.000. Du bist günstiger. Du bist teurer, kannst aber auch mehr. Nimm mal dich. Okay, cool. Ja, dann warte ich mal, bis ich Geld habe. Und dann würde ich sagen, lass mal hier mal den allerersten Intercity da hochfahren. Und das wird ein Spektakel. Also, dann, ich lasse mal vorlaufen. So, da, und da bin ich wieder. Ich habe jetzt nicht ganz so weit vorspulen lassen, aber ich habe dafür keinen Kredit aufgenommen. Ich hoffe, das tut sich jetzt nicht rächen, dass ich das gemacht habe. Aber schaut euch mal an, das ist jetzt mein neuer Intercity-Zug. Ist eigentlich gleich aufgebaut wie der Regio, ist die gleiche Lok, aber jetzt halt in weiß. Das heißt, geschwindigkeitstechnisch sind die beiden mal gleich. Hätte noch eine Lok, die ist schneller, aber die klingt nicht so geil. Oh, das ist aber 10 km/h. Nice. Ausfahrdach kann er machen. Ja, sieht schon schick aus. Bin zufrieden. Ja, wir brauchen definitiv noch eine Abstellung für die ganzen Personenwagen und den Standhaltungscenter. Das sollten wir uns noch irgendwo schlauerweise platzieren, aber das machen wir in der nächsten Episode, würde ich sagen. Erstmal fahren wir mit dir mit. Besten mit einer intelligenten Kameraposition. Vielleicht so? Ja. Schauen wir uns mal die neue Strecke an. Na, ich kann nicht nach oben und nach unten. Das ist schade. Das ist irgendwie noch eine bessere Ansicht. Ja, vielleicht so. Das glaube ich ganz okay. Ja, aber weil das reingesucht ist, ist auch ein bisschen mehr, ne? Haben wir da noch was? Bisschen besser. Ich habe jetzt auch noch auf der Strecke Bremstafeln, Pfeiftafeln platziert. Ah, und da muss ich mit den Büschen hier noch weg. Moin sehen. Okay, gehen wir mal in die Ansicht wieder. Ist doch ganz schön laut, so direkt in der Lok. Ich würde sagen, wir fahren mit bis zu dem nächsten Bahnhof. Da werden wir eigentlich nur die Durchfahrt noch gönnen.
Und den Rest der Strecke, den kennen wir ja schon. Aber wie riesig eigentlich das Gasometer hier hinten ist. Das ist einfach schon von der Ferne. Ja, sehr schön. Ah, ich glaube, das wird hier noch ein richtig geiles Streckennetz, wenn es dann mal fertig ausgebaut ist. Schauen wir, wie du zurückgehst hier. Sehr schön. So, Einfahrt in den Bahnhof. Ja, und auch da dachte ich, lass ich mal kurz pfeifen, wenn er hier durchfährt. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir das ein bisschen weiter nach vorne versetzen. Sehr gut. Cool, bin zufrieden. Dann schauen wir mal ganz kurz, ob es da schon Nachfrage gibt an den Intercity Service. Ja, Tatsache. 4 Leute, ja. Oh, da geht noch mehr. Ist hier die Auslastung, ja, ist jetzt nicht gerade so viel mehr wie vorher. Eventuell braucht man hier noch eine zweite Linie, die ein bisschen weiter außen fährt. Aber ja, der wird erstmal mega Verlust machen. Eventuell wollen die da mit dem Intercity fahren, die fahren dann halt in die Richtung. Wobei ich glaube, das geht sich zeittechnisch gar nicht aus, dass das dann schneller wäre, als wir mit dem Auto dahin. Sprich, wir brauchen noch einen Shuttle-Service zwischen da und da. Und Hi-Fi. Lauf ist eigentlich ganz gut. Ja, jetzt spielen wir es einfach mal ein bisschen laufen und dann schauen wir mal, wie sich das rechnen wird jetzt mit dem Intercity. Ja, das war's erstmal mit der Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wenn ihr Inputs habt, natürlich bitte gerne in die Kommentare reinschreiben. Und dann sehen wir uns zu der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.